Da haben wir nämlich ungefähr 5000. Glas haben wir auch da, habe ich schon gesehen. Dann buddeln wir uns hier einfach eins tiefer und sorgen dafür, dass wir hier eine wunderschöne indirekte Beleuchtung über dem Boden haben. So, und was brauchen wir noch? Wir brauchen noch Wolle, um hier nochmal ein bisschen so Aktengedöns und Blätter und sowas hinzupacken. Das heißt, wir holen jetzt mal schnell Wolle und ein paar Kürbisse. Würde ich mal sagen, während von Chris Zabriskie Zylinder 5 läuft. Ja. So, mit dem Thema Minecraft-Leben war ich noch gar nicht so durch. Ein paar Sachen sind da, die gefallen mir echt super gut. Das sind so Community-Dinge wie, ja, ich mal euch eine Map und, also, ich weiß gar nicht genau, wer das jetzt von denen war. Man ist ja gar nicht in der Lage, das ganze Material anzugucken, das da fabriziert wird. Eine Sache habe ich gesehen, und zwar hat ein YouTuber hat eine Map gebastelt oder Map gemacht. Weiß nicht genau, wie er das gemacht hat, technisch und auch inhaltlich. Also, dass er praktisch über der ganzen Welt schwebt und dann halt einfach über eine Karte macht. Finde ich absolut geil. Und die hat er dann auf dem zentralen Platz, dem Marktplatz, hingebaut und dann kann man dort gucken, wer wo ist und wieso die Wege verlaufen. Finde ich super genial. Keine Ahnung, wie der das gemacht hat. Das hätte ich auch gerne bei meinen Sachen irgendwie, muss ich mal sagen. So, jetzt haben wir aber viel Zeug bei uns im Inventar. Ich würde mal sagen, ein paar Sachen werden wir jetzt erst nochmal los. Wie zum Beispiel das hier. Die Seeds brauchen wir gerade auch nicht. Was wir gerade auch nicht brauchen, ist das hier. Und so viel zu essen brauchen wir eigentlich auch nicht. Ein bisschen hin und her laufen, tut mir leid, aber so ist das. Guckt Matten. Guckt Mouton. Mouton oder Matten? Es ist, glaube ich, Hammelfleisch. Keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht auf dem Englischen. So, hier haben wir aber schon mal Jack-O-Lantern ganz arg viele. Und noch ein paar Pumpkins. Da machen wir noch gleich mal ein paar weitere Jack-O-Lanterns. Mit, genau, dem hier. Ich weiß gar nicht, wie viel wir brauchen. Ich mache jetzt einfach mal 20. So. Und ja, die packen wir dann wieder hier rein. So. Karotten haben wir genug. Samen. Wunderbar. Ja, dann Wolle wollten wir noch holen. Für unsere Auflagen. Wo war das hier nebenan? Genau. Dann nehmen wir noch ein bisschen Wolle mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und auch hellblaue Wolle habe ich nur. Da habe ich ja auch nochmal Jack-O-Lanterns. Nehmen wir auch mit. Rote Wolle, weiße Wolle. Ich glaube, wir gehen gleich nochmal. Wow, wir haben richtig viele Blumen. Um die Blumen tut es mir ja auch leid. Sollten wir jemals mit dieser Welt aufhören. Wo haben wir denn unsere Schere hin? Haben wir hier keinen Werkzeugkasten mehr? Wir bräuchten dringend einen Werkzeugkasten wieder mal. Wo wir unser Besteck reinpacken. Ist der hier irgendwo? Nein. Was ist das? Hammer, wunderschöne Musik, aber vielleicht nicht unbedingt passend. Wir nehmen mal das hier. So, ja, ich wollte eigentlich noch mehr Wolle haben. Und Werkzeugkiste bräuchten wir eigentlich auch. Ich würde sagen, wir machen einfach mal eine auf und stellen die hier hin. Kiste. Haben wir noch eine aus Holz übrig? Nope, dann basteln wir nochmal schnell eine. Genügend haben wir. Alles gut, alles gut. So. Dann packen wir hier mal unsere Werkzeugkiste hin. Und da können wir dann einfach Dinge reinmachen, wie zum Beispiel Schaufel oder sowas. Oder aber auch etwas, was ich jetzt noch bauen werde müssen. Wonach ich gerade gesucht habe. Nämlich diesem hier. Beziehungsweise, nein, stimmt ja gar nicht. Ich wollte doch eigentlich eine Schere machen. Puh, ich bin schon irgendwie ein bisschen durch den Wind, aber ist ja normal, seid ihr ja gewohnt. So. Das wollte ich eigentlich basteln. Das andere Gerät könnte ich mal dann hier direkt in unsere Werkzeugkiste packen. Wunderbar. Warum haben wir eigentlich so viele Sticks? Und was machen wir eigentlich mit dem einen
Dingens können wir auch hier reinpacken. Und wir haben total viel Raw Beef. Na klar, von unseren Kühen könnten wir auch mal braten. So, wunderbar. Was habe ich denn nur noch so wenig Kohle? Habe ich prinzipiell so wenig Kohle oder ist... okay, ich habe noch Kohle. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, es ist schon wieder Nacht. Und nicht mehr Freitag und nicht mehr diese Bar. Aber wir müssen trotzdem schlafen gehen. Alles klar. So, dann würde ich sagen, eine wunderschöne gute Nacht und bis gleich. Milch! Ah, ich habe richtig Durst. Ich habe gerade eben selbst gemacht Currywurst gegessen. Sehr scharf. Sehr lecker, aber scharf. So. So, liebe Kühe, dann, was sag ich denn? Liebe Schafe, dann kommt jetzt mal so ein bisschen euer Fell an den Start. Wir brauchen nämlich unterschiedlich farbiges, unterschiedlich farbige Wolle. Dankeschön, Dankeschön, wunderbar. Danke, danke, Dankeschön, danke. Ja, vielen, vielen Dank, ja, danke. Dankeschön, ja, danke, darf ich mal kurz? Ja, danke, Dankeschön, ja, Dankeschön. Oh, Entschuldigung, ja, danke, danke, ja, Dankeschön, danke, vielen Dank, Dankeschön, danke, ja, danke, danke, Dankeschön, danke, ja, recht herzlichen Dank und ich kann das alles gar nicht aufnehmen, wie ich gerade sehe, sehr clever, dann schmeißen wir doch mal 3 Kohle weg, dass wir wenigstens hier den rosa Drissel aufnehmen können, nö. Haben wir hellblau? Hellblau haben wir. Dunkelblau? Ja. So, dann noch ein bisschen rosa. Können wir auch nicht aufnehmen, oder? Sind viel zu viele verschiedene Sorten und unser Inventar ist so vollgekackt. So, was haben wir denn hier? Kann man das nicht zusammenstecken? Kann man nicht. Verdammt. Ja, egal. Wächst ja wieder nach. Recht herzlichen Dank, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. Und wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So, dann würde ich sagen, auf geht's zu unserem... Hafen. Da haben wir noch Dinge zu tun und ich würde sagen, ja, unsere ganzen Creeper-Sperren, die wir hier eingebaut haben, fast sinnlos, weil wir gar keine Creeper mehr haben. Und das sieht ja richtig gut aus hier. Da können wir wieder ordentlich füttern, würde ich mal sagen. Wunderbar. So. Let's go. And ready to rumble. Ja, Minecraft-Leben war ich immer noch nicht ganz fertig. Das Thema geht weiter. Es ist ein großes Thema, wo man auch so ein bisschen sieht, wohin es geht dieses Jahr vielleicht. Ein bisschen mehr Richtung größeren Community-Projekten, die aus der Community selbst kommen. Wobei ich glaube, das ist auch nicht ganz richtig, weil es wahrscheinlich einfach... Die Mischung wird einfach viel krasser und es wird viel mehr neuere Projekte geben. Also ein Trend, den es, glaube ich, in diesem Jahr gibt... den man so beobachten wird können. Okay, brauchen wir das. Also, Alter, wir haben so ein volles Inventar. Wir müssen mal echt dringend hier einfach mal den ganzen Scheiß raushauen hier jetzt. Den können wir ja gleich wiederholen, aber jetzt erstmal weg mit so. Dass man in Ruhe arbeiten kann. Dankeschön. So. Was wollte ich? So, ja. Wo ist denn der Teppich hingeglitscht? Ist der rausgeglitscht oder? Nö. Okay. Dann haben wir hier was Blaues, das war ja... Okay, so, mal gucken, ob wir überhaupt so viel brauchen werden. Dann haben wir hier schön rosa. Ach, geil irgendwie. Lila sieht voll geil aus, finde ich, Magenta. Sehr cool. So, und dunkelblau. Träumchen. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, wie LeFloid sagen würde. Das Däumchen brauchen wir aber nicht. Und dann würde ich sagen, legen wir hier einfach mal ein blaues und ein rosanes Ding hin. Oder pink geht auch. So, dass das dann so ein bisschen so aussieht, als wäre da irgendwie... Es sieht vielleicht ein bisschen nach was anderem aus. Bin mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, wir brauchen auch noch weißen Teppich. So.
Finde ich, glaube ich, besser. Ne, hier nicht, bitte. So, dann brauchen wir noch Glas, fällt mir gerade auf. Können wir hier hinten noch irgendwas hinlegen? Ich glaube, das ist alles voll genug. Hier haben wir schon zwei. Dann können wir aber unseren plattgedrückten Teppich hier wieder zurückpacken. So. Und wir besorgen uns mal Glas, die wir hier vorne in der Werkstatt, das wir ja vorne in der Werkstatt haben. Und dort machen wir dann wunderschöne Bodenlichter. Ja, Tendenz größere Community-Projekte, die selbst aus der Community kommen und nicht irgendwie von einem MCN irgendwie, der eigentlich vollkommen versagt, aufgedrückt wird. Andererseits, coole Projekte mit MCNs, wie zum Beispiel Gipfelstürmer, von dem wir gleich noch ein bisschen was erzählen können. Gipfelstürmer, ganz cooles Projekt mit Herr Bergmann und Beyond. Quatschen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Jetzt aber machen wir hier mal ein bisschen. Was? Ich würde gerne in das Loch fallen. Dankeschön. So, dann machen wir hier im Prinzip die Jack-O-Lantern rein. Dann leuchtet die genau von da unten da hoch. Traumhaft. Machen wir da Glas drauf. So, jetzt ist die Frage, wie machen wir das? 1, 2, 3 oder machen wir es hier und wieder hier oder reichen 2? Wir testen das einfach mal. Glas haben wir ja genug. Okay, hier haben wir Hardcore Stone. Plöpp. Oh, die Mitte bitte, die Mitte, danke. So. Wunderbar, ist auch schön hell, muss ich sagen. Jetzt hätte ich es gerne Nacht. So, ist das hell genug? Man weiß es nicht, wir müssen ein bisschen warten. Vielleicht noch in die Decke eins einbauen, aber dann kommen wir wahrscheinlich, dann brechen wir oben durch oder ist da, kann man da frei machen? Ah ja, das wäre natürlich hier, ne? Hm, interessant. Ich glaube, das testen wir einfach mal. Wir könnten im Grunde hier nur wo? Hier? Hier? Hier. Da können wir ins Glas draufsetzen. So. Dann haben wir... Ah, das ist natürlich an für sich auch geil, ne? Da haben wir so ein schönes Oberlicht. Nicey. Ist die Frage, ob wir überhaupt eine Melone, einen Kürbis drauf brauchen. Wenn wir hier einfach so ein kleines, nices Oberlicht einbauen, da fällt dann auch in der Nacht Licht rein. Interessant, interessant. Okay, eigentlich nicht so schlecht, oder? Da fällt sogar das Licht hier auf die Bücher. Wir lassen das mal ein bisschen wirken und gucken gleich mal, wie das aussieht. Dann könnten wir hier eigentlich auch noch... Nein, das wahrscheinlich geht das nicht. Ich muss mal ganz kurz was testen. Ich habe gerade eine Idee. Mhm. Kann man machen. Lassen wir so. Sieht gut aus. Brauchen wir hier noch eine Stütze? Ja. Brauchen wir. Sieht gut aus. Kann man so machen. Kann man so machen. Kann man so machen. Wunderbar. Ja. Yeah. Okay. Kommen wir da so recht dran. Wunderbar. Ja, das wird doch. Das wird doch. So langsam machen wir hier so ein bisschen heimisches Gedöns. Vielleicht hier noch einen Druckknopf dran. Ja. Das ist gut, man kann es auch so machen. Das ist kein Problem. So. Oh, das droppen gerade die Frames. Man weiß es nicht so genau. So, hier haben wir unsere Anmeldung und Registrierung. Und da würde ich sagen, sind wir mit unserer Anmeldung und Registrierung einigermaßen durch. Ja. Kann man so machen. Finde ich ganz gut. Und hier kommt die Sonne rein. Boah, ich liebe es, wenn die Sonne so auf Oberflächen fällt. Sehr, sehr nice. Wunderschön.
Ach ja, wir haben uns hier ganz schön eingerichtet, muss ich mal sagen. Unser kleinen schönen Welt hier. So, hier oben können wir noch ein bisschen was machen. Ist auch eine traumhafte Ansicht. Und ich hätte so gerne, dass die Texturen sich miteinander verbinden. Aber leider, wow, gerade brechen ja voll die Frames ein. Aber vermutlich wegen dem hier. Ja, stimmt. Krass. Okay, wegen der Wasseroberfläche. Das ist wohl ziemlich rechenintensiv. Naja, okay. Hier können wir mal gucken. Hier haben wir ein Oberlicht. Hier können wir auf jeden Fall, müssen wir hier noch zwei Nachttischchen hinstellen. Da brauchen wir mal ein bisschen Holz, würde ich sagen. Und zwar schön dunkles Holz. Da kommen wir auch so ran. So, genau. Die hier werden wir als Nachttischchen nehmen. Dann brauchen wir eigentlich noch zwei Tongefäße und Blumen. Die können wir, wenn wir das nächste Mal rübergehen, gleich mitbringen. Dann machen wir hier eins hin und hier eins hin. Da müssen unbedingt zwei Blumen hin, das steht fest. Hier könnte man im Prinzip auch noch Regale hinmachen. Haben wir denn noch Bücherregale? Wir hatten doch noch Bücherregale, soweit ich weiß. In einem Schlafzimmer dürften durchaus ein paar Bücherregale stehen. Ja, fünf haben wir noch. Das trifft sich gut. Die Frage ist nur, wohin damit?